Eine weitere fantastische Folge von einem ebenso fantastischen Game hier bei Tears of the Kingdom. Ich grüße euch zurück. So, anscheinend ist hier doch nicht so ein Ort, wo es eine coole Rüstung gibt. Aber ich gucke nochmal ganz schnell, indem ich hier runterspringe. Vielleicht habe ich doch irgendwie nochmal so ein... irgendwas übersehen, wie zum Beispiel diesen Eisschleim. Den habe ich ja komplett übersehen. Und irgendwelche anderen Sachen, bis irgendwelche Räume oder so. Wow, jetzt mal ganz kurz mal hier in Zeitlupe gucken. Ne, sind übrigens irgendwelche Wurzeln im Baum. Ja, ansonsten, nö, war bloß diese eine Kammer, ne, wo das Vieh sich versteckt hat. Ansonsten ist hier anscheinend, nee, man würde auch sonst schon viel mehr Hinweise sehen auf, bezogen auf den Typen. Also, raus hier. Wow, wo bin ich denn? Hier schon wieder. Uff, hoppala. Ja, du liegt hier noch rum. Eine Horrorblinkralle, hab ich voll übersehen. Upsi. So, ich hau jetzt einfach ab. Ne, ich geh den Höhleneingang mal raus. Und wenn nichts weiter sich ergibt, habe ich bloß noch diese eine sehr auffällige Stelle, die ich mal angucken möchte. Und alles andere, ey, das lässt sich doch nur so regeln. Und dann gehen wir halt wirklich mal wieder in den Untergrund. Endlich mal. Ja, und dann habe ich wissen jetzt durch dieses Eisgebiet, was ja wirklich, man kann ja wirklich sagen, das war ja schon so ein bisschen, dass das, also oben war ich auch schon, da habe ich Steine eingesammelt. Genau. Ist der noch irgendwo höher? Nee, wo sind denn diese Wurzeln da? Ah, was ist das da noch? Jo, nix, okay. Ja, nee, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich wenigstens mal, weil das Gebiet hier, da haben wir uns am wenigsten erkundet hier oben. Jetzt haben wir auch schon so ein paar Höhlen, so ein paar schöne Teleportationsorte und so, waren wir jetzt an sich überall schon mal so richtig schön ausgewogen. Okay, außer hier noch nicht, ne? Hier ist ja auch der Satori-Berg, ist auch richtig magisch und alles und hier war ich auch noch ja nicht, außer für das Ding hier. Nee, na gut, na gut. Dann, ja, hier ist der Turm. Hier wird kein Schrein sein, ne? Aber das kann ja trotzdem mal... Hey, dieser riesen Wald, war hier nicht auch noch ein Ivarok? Hier sind immer so viele Ivaroks aus Eis. Oder ich verwechsel das mit dem Original. Mit Original meine ich Breath of the Wild. Wie immer. Nee, ich glaube, wir können wieder zurück. Wir teleportieren uns dahin. Zu der nächsten Stelle. Jonas, ja... Ja, was ist jetzt? Hier ist dann doch in der Nähe, ist doch hier so ein schöner Leune. Schnapp ich mir den? Einen Leunkloppen? Oder ist hier irgendwo so ein kleiner Wicht, der mich auf eine andere Höhle nochmal hinweist? Nee, das Schloss. Nee, gut, jetzt haben wir eine schöne Tour hinter uns. Ich war so richtig schön überall hinter dem Berg, hinter drüben, hüben, überall geguckt. Schön. Schön, schön. Was ist da? Ist das da eine Höhle? Eine Breite oder ist das bloß so eine Eiswand? Das ist immer so schwierig, ey, diese Wetterbedingungen, ey, man sieht nix. Man gibt es irgendwie so richtig von wegen, sind wir nochmal eine Möglichkeit, so eine Ausrüstung für Link, einfach so eine Brille, du siehst jetzt alles scharf. Oder du siehst, das Wetter hat keinen Schleier mehr. Ah, das wird wohl nicht gehen. Nö. Gut, Leute, wir, hauen ab. Tut nicht zum Turm, sondern hierhin. Damit der Rakete schön rüberfliegen. Und dann dieses kleine, diese ganz kleine, coole da mal reingucken. Weil das müsste der Eingang zum Hebra-Fossil gewesen sein. Irgendwie so. Oder damals ein Eingang zum Schrein. Irgendwas war da, da müssen wir hingucken. Das wird jetzt nicht zugeschüttet worden sein inzwischen. Deswegen. Mit der Rakete da hoch. Ganz schnell abkürzen. Richtung. Stimmt, dann sind wir gleich da. Alter, voll krass. Ups. Was macht man mit den mit den Fossilen? Wir sehen immer noch nicht. Außer, dass die jetzt alle so einen Konterpart in der Erde da haben. So, die Richtung... Stimmt ja schon. Yeah! Ich guck mir das an. Wow. Ja, na, da war irgendwie so ein ganz kleines Fleckchen von Wasser vor allen Dingen, oder? So, da sind wir ja wirklich noch hier. Hier ist das. Und da haben wir so ein kleines Vieh wieder. Was mir wieder schön viel Rubine gibt. Aua! Alter, yeah! So, wo rennt er hin? Wenn der mit den Zwacken? Oh, er ist so verschwunden. Warum ist er denn verschwunden? Genau, hier wartet. Oh, guck mal hier, dieser Eingang. Boah! Und das müsste der sein. Was ist hier für eine Wasserquelle? Was ist denn das jetzt hier? Was ist das hier? Einfach, das ist einfach echt so eine ganz kleine Wasserquelle, einfach nur. Sogar mit irgendwelchen komischen Blumen, die da drin wachsen. Die ist so klein, aber nicht so klein, dass man sie auf der Karte nicht sehen kann. Und das war damals richtig mit, da musste man irgendwie so einen Schneeball reinballern, damit das hier aufgeht. Oh! Und wir sind da, Leute. Wir sind beim Fossil. Hebra-Riesenfossil. Wow!
Dem wird irgendwie so richtig viel Aufmerksamkeit geschenkt, oder? Weil das ist ja richtig mit einem Eingang. In der Wüste ist einfach zugeschüttet. Da hat sich keiner wirklich einen Kopf drum gemacht. Ja, das. Ja, und das bei dem anderen, da waren wir auch noch nicht, ne? Warte, waren wir da schon? Ne, da waren wir noch ja nicht hier, da war der ja... Ja, eins am anderen Ende, das liegt einfach nur hier rum. Das, die Osthochebene da. Ne, da waren wir auch noch nicht. Hier müsste auch noch irgendwie ein Schrein sein. Leute, da sind wir jetzt nicht, wir sind erstmal hier. Was ist denn, wenn das jetzt hier auch noch so ein komisches Skelett gibt? Uff, was man so ganz merkwürdig zusammenbaut. Weil den habe ich aber echt keinen Plan, da muss ich erstmal, dann fehlt mir da irgendeine Quest. Blam, blam. Das. So, aber looten kann ich trotzdem. Ja, wenn ich das gefunden habe, ich will jetzt hier nicht so lange wieder Zeit verschwenden, ne? Ich weiß ja, beim letzten Mal, echt, als ich den anderen gesehen habe, war ich hier richtig lang und habe mich gewundert, hä? Was ist hier jetzt? Uff. Da leuchtet es, ist aber nur ein Leuchtabbaustein. Oh, Saphire, alles meins. Alles meins, ja. Geht mal her. Was ist das? Hm. Das sieht immer noch genauso aus wie vorher. Oh, ey. Immer noch so erhaben und majestätisch und einfach nur alles. So, hat die Decke auch wieder irgendwas zum Sprengen? Ne, könnte so ja sein, auf dem Kopf da. Ja, okay, eine Eiswand. Da ist aber schon ein Knochen drin. Oh Mann, ey, was soll ich denn damit machen? Warte, hier sieht man auch richtig, hier guckt der Knochen auch schon richtig raus. Ja, aber ich meine, was soll ich denn... Leute, okay, das hat... Irgendwas ist hier doch richtig faul. Irgendwas ist richtig komisch. Das muss man da... Ich weiß halt noch nicht, was. So, in dem Eis, da wird auch einfach wieder was sein, zum Eingefroren. Oder, warte mal. Guck mal, hier sieht es jetzt aus, als könnte ich das Ding reparieren. Weil der Knochen auch so riesig ist. Warte mal, guck mal, der Knochen ist so ein Fingerknochen. Guck mal, das hat jetzt irgendwie... Das kann ich hier anscheinend irgendwie jetzt doch wirklich reparaturmäßig machen. Weil das sind jetzt keine Miniatur-Dinger. Das andere war Miniatur. Aber das hat auch noch keine richtige Questen. Aber ist auch nicht so schlimm. Weil, wenn wir das jetzt hier aus Versehen schon vorher alles richtig machen und richtig lösen, wird ja dann trotzdem, wenn wir... Alter, wenn wir einfach eine Quest dafür kriegen, dann wird das ja von wegen, denn das Link dann irgendwie das wieder erklärt, von wegen, ach, das hast du schon gemacht? Ach so? Na denn, sorry. Ja, durch. So, ihr seht auch, fehlt hier eine Rippe. Obwohl, die wäre ein bisschen sehr groß, aber hier so ein das Schwanzstück da wird fehlen. Durch. Ja, das wird hier natürlich hier drin sein, schön, richtig, klasse. Fackeln wir es ab, oder legen wir es erstmal frei. So, schön hier alles. Oh! Ja, okay, aber... Mann, wofür ist denn das da? Mal gucken. Das Fossil scheint ja nicht mit uns zu reden. Weil ich ja auch schon vermutet habe bei dem anderen. Das ist irgendwie... Der kann doch was sagen. Oh, du Held. Ich weiß auch nicht. Ich rede, obwohl ich hier eine Lippen und nichts habe. Meine Organe sind schon seit Tausenden von Milliarden, 80, 100 Millionen Jahre schon tot. Aber hier... Nee, gibt's nicht. Gibt es nicht. Wenn das hier wirklich beim Fossil an sich zu lösen ist, dann hätte das bestimmt bei dem anderen auch irgendwie machen können. Ist natürlich, wie ist das jetzt hier richtig? Warte mal, ich würde sagen, so. Ne, außer es ist falsch rum. Es ist falsch rum oder muss nochmal ein bisschen so gedreht werden? Ne, ich glaube, es war wirklich falsch rum. So. Na, oh, nein, was? Link, was tust du? Achso, er ist festgesteckt. So, halt jetzt nochmal ein bisschen. Okay. Das müsste sein. Oder. Ach nee, warte, das ist ja wirklich gedreht. Moment. Da muss ich jetzt noch mal kurz einmal. Ja, ich weiß, ich muss jetzt nochmal nach vorne kippen. So. Na, halt andere Richtung. Ah. So, nein. So. Bup. Bup. So. Oder was? Oder wie? Da rein da. Yeah! Ja, und jetzt steht man da, weil man halt einfach nichts checkt. Wenn man nicht weiß, was hier los ist. Wer profitiert denn jetzt davon? Da kann doch nur irgendein Kunsthistoriker irgendwie meinen, oh, man muss doch diese armen Fossile, die müssen doch repariert werden. Das geht doch nicht. Oder ich finde natürlich noch einen Teil. Aber da sehe ich jetzt keine Lücke irgendwie noch. Da muss man ja nochmal richtig gucken. Vielleicht fehlt auch ein Zahn oder so. Es gibt ja gar keinen Zahn bei so einem Wal. Was ist beim Zahnwal? Ey, schon wieder kann er ja Eisplatten machen mit so einem Eisstab. Ah, brauche ich jetzt nicht. So, da haben wir die fehlt. Wie gesagt, eine Rippe könnte fehlen. Fehlt eine Rippe?
Nee, das wäre aber wirklich zu groß. Oder ein Stück von der Rippe. Nee. Flosse da oben. Alles safe. Was haben wir hier? Bup, bup, bup. Nix. Nix, nix, nix. Zwei Reparaturen haben wir gemacht. Nee, dann müssen wir irgendwann mal gucken. Irgendwo habe ich eine Person übersehen. Oder wir haben die noch nicht getroffen, die denn da mit uns redet. Ja, wo soll die denn sein? Die könnte doch... Die könnte wieder überall sein. Weil ja auch die Fossile überall rumliegen. Uff. Bum, bum, bum. So, nö. Nee. Ich würde ja nochmal da oben rauf. Da versteckt sich aber schon wieder irgendwie ein Krog oder so. Wie kommt denn da jetzt rauf? Warte, natürlich mit einer Rakete. Schuss. Ja, er kann es. Hupsala. So. Ja. Wow, wow, wow. Boah, es klingt cool. Hast du irgendwas noch übersehen? In den Äuglein? Krog oder so? Ja. Link, jetzt mach keinen Quatsch. Da rutscht er einfach wieder runter. So, hoch da, Link. Hoch. Hoch damit. Du stirbst gleich. Aha. Einfach vor dem Auge drin, ey. Das ist jetzt natürlich ein bisschen hart, hier einfach so in den Augen, in den Augapfel drin zu schießen. Das tut doch weh. Ja, Mann, ey. Wer hätte das gedacht? Bei jedem Fossil ist ein Krog? Nee. Tschüss. Was ist denn irgendwie ein Knochen? Was für Knochen? Mann, ach. Krog, du hast keine Ahnung. Nee, hier ist er nicht. Das Lude ist recht repariert, weil es zwei Teile sind. Bei dem anderen waren es auch zwei Teile. Aber ich sag, bei dem anderen waren das halt Miniaturteile. Das ist also komisch. So, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen hier einfach mein Ding hier anmache, leuchtet hier irgendwas gelb, sprich, ist hier irgendwas bewegbar. Nö. Nee, das wird's gewesen sein. Gut, aber irgendwann später denn. Werden wir schon irgendwann nochmal auffinden, so eine Person, die da irgendwas sagt. Wer war denn nochmal? Also, ich kann mir vorstellen, dass das dieselben ist, die man damals die Fotos gegeben hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, bei irgendeinem Stall, war das nicht irgendwie hier bei irgendeinem Stall, da wollten die Fotos haben? War das nicht hier? Ich glaube, hier war diese Expedition. Nee, warte mal, das war irgendwo anders. Das war irgendwie, erinnert mich, dass das hier auf so einer Ebene war. Ich glaube, hier ist so ein Stall, der war mal hier, der ist jetzt kaputt, ne? Nee, warte mal. Marita-Ebene. War das nicht der Marita-Stall? Irgendwie so. Hier vielleicht. Irgendwie sowas, ne? Und dann, ja. Irgendwo, wie sieht nur, da war dann so von mir, oh, könntest du uns bitte drei Fotos von den legendären Fossilen bringen? Vielleicht ist das jetzt einfach so eine weiterführende Quest. Im Remake. Ja, im Remake sag ich schon. Halt jetzt hier in Tears of the Kingdom in der Fortsetzung. Naja, auf jeden Fall haben wir aber das Fossil gefunden. Was nicht auf der Karte auftaucht, aber es ist als Höhle markiert. Hebra-Riesenfossil ist jetzt eine Höhle. Jo. Dann würde ich sagen, Leute, wir haben erstmal hier schön wieder geguckt. Es war sehr erfolgreich. Jetzt würde ich halt gerne wieder in den Untergrund. Und mal ein bisschen gucken. Das sieht halt so wenig aus. Wo fange ich denn jetzt an? Mache ich das hier erstmal alles komplett? Oder so? Oh, hier war ich ja auch noch nicht. Hier könnte ja auch noch irgendwie ein schöner Schrein sein. Warum war ich denn hier eigentlich noch nicht? Hier sind ja überall noch Sachen. Ach, oh, Mann. Eigentlich muss ich da mal hin. Leute, hier noch ein paar Schreine. Komm, wir mal auf der Oberfläche ein paar Schreine machen. Wir finden nicht mehr viel. Da habe ich wieder zwei Herzen voll. Aber Kakariko ist auch so weit weg alles, Mann. Ah, hier ist eine Arena, die müssen wir schon gemacht haben. Hier ist ja alles so voller Wasser, ne? Wo soll denn hier was sein? Ich bin überfragt. Ich bin so überwältigt. Hier die Wüste, guck mal, da war richtig schön gemacht. Das ist alles toll. Ich mach mal kurz den Heldenpfad an. Tschüss. Wo wir schon überall waren. Oh, das ist auch so ein tolles Feature. Dass man genau das richtig schön sich angucken kann. So, hier wird dann noch so ein Jägerbanden-Ding sein. Wo wir noch nicht waren. Sehr cool. Ja, ansonsten. Jo. Ja, den. Okay, ja, hier war ich, glaube ich, nur ganz kurz gucken, bin dann anscheinend wieder abgehauen. Was ist denn hier? Da war ich noch nicht. Schön, ey, Mann, das ist schon schön, der Heldenpfad. Wupp, wupp, wupp. Oh Gott, nein. Ach, warte, oh, das ist ja gerade mal der Anfang. Hups, nee, wo mache ich denn jetzt den Heldenpfad? Stopp. Nee, den Heldenpfad will ich ja machen, wenn das ja auch hier unten ist. Dass er hier unten angezeigt wird. Jetzt ist der Heldenpfad ist ja jetzt hier oben. Moment, mach mal hier komplett. Wo ist denn das? Anhalten? Nee, Wiedergabe? Nein, Ansicht wechseln. Wo ist denn jetzt die Ansicht? So, nee, das ist. Nein! Okay, ich check's den Heldenpfad nicht. Ist auch egal! Ich teleportiere mich eh gleich weg. Ja, was wohin? Hab ich doch irgendwie Bock auf Schreine. Lass mal weg hier von dem Wetter hier weg. Oh, warte mal hier. Ich glaube, hier ist noch ein Krog. Ja, hopp. Dann können wir einen Odler mitnehmen. Halt, so, warte, Schild, der richtige Flammenwurfschild. Der ist auch bald kaputt, ey, leider.
Oh, ist richtig viel. Sind hier so viele, so drei Stück? Oh. Sorry. Down. Hey, die waren blau und sind trotzdem eingefroren. Oh shit, nein. Schön wegpacken. So. Ah. Warum wird der eine da nicht kleiner? Boah, oh scheiße, der brennt hier alles. Wow. Ach ja. Oh, ist da noch so ein Vieh drinne? Oh Gott, ist ja so. Ah ne, so ein extra Frost. Okay. Wer hat denn die hier eingefroren? Was haben wir hier drin? Eine Truhe. Die fiesen Typen einfach. Das ist ja ein Moblin, ist das. Große Energie, Sonosphäre. Das ist ja. Nee, kein Bock auf den. Nö, der hatte nicht verdient, befreit zu werden. Lass mal abhauen oder ich hau ab. Das ist hier alles leider. Ja, nicht wirklich ein Eingang zum Runtergehen. Dann gucken wir uns mal hier. Guck mal, hier war ja. Das war ja auch ein richtig wichtiger Ort hier damals eigentlich. Warum war ich denn hier noch nicht? Ja, von Kakariko aus einfach dahin latschen. Das ist gar nicht mal so weit weg. Und hier war ich ja auch schon drinnen bei der Arena, ja. Dann ist hier einfach ein ganz normaler Schrein zum Abholen anscheinend, wenn hier eine Wurzel ist. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich mach wieder alles durcheinander. Yay. Aber ich muss. Manchmal sagt mir einfach mein Instinkt von wegen, Marcel, du musst jetzt mal was anderes machen. Guck dir jetzt mal wieder die Overworld ein bisschen an. Auch wenn du schon viel in der Eiswelt gemacht hast, aber nee, es muss noch mehr. Schreine, Action, Abenteuer, alles, ne? Ja, und wie gesagt, zwei Stück noch. Die finde ich halt alle auch relativ nebeneinander, wenn ich gestern den Weg lang gehe. Ja, der Weg, da lang. Da muss ich ja über den Berg, muss ich ja hoch da. Ach, man stimmt, der Mann, ey. Tooling kann ich ja nicht benutzen. Na, Kakariko, auch so ein toller Ort. Wie sie die alles hier so schön gemacht haben. Nach Breath of the Wild, die Hühner. Da. Ob man wohl von hier, ich weiß nicht. Ich gehe nur zum Osthügel. Genau. Da. Wo hier schön der komische Nydra-Drache langgeflogen ist. Ohne mich. Hey, cool, Honig. Danke, Mann. Oh, schnell weg. Boah, ey, jetzt alles im Arsch. So, ich muss mal schnell. Aua. Ja, aua. Boah, richtig brutal, ey. Oh, mir tut so weh. Ich werde gleich wieder komplett geheilt. Oder werde ich eigentlich geheilt, wenn ich einen Bandschrein habe? So, pupp, Schleichglöckchen. Und wer pennt denn hier? Wer bist du denn? Du bist, glaube ich, eingefroren. Und die ganzen Äpfel. Bum, Horn, Hauke, Hauer hier. Danke. Und Äpfel. Ein übersehen? Ah, nee, Tomaten. Danke. So, bin ich halt echt noch nicht lang gelatscht. Ich glaube, hier wurde man damals auch das erste Mal überfallen. Von Jäger, wenn man hier lang gelatscht ist. Weil die hat auch so, also ich hab, hier hatte ich damals meinen ersten Typen, der irgendwie sich als normaler Wanderer ausgegeben hat. Und ich bin natürlich prompt drauf reingefallen. So, hier wieder, hier können sie sich alles schnappen. Meinst du, das ist wieder so ein Schildtyp? Nee, Schwein gehabt. Boah, Westtor der Ranellstraße. Wir müssen ja eigentlich, irgendwie müssen wir echt überall langlatschen, weil es ja immer dann auch noch so eine kleine Dinge für die Karte halt gibt. Was, wenn sie den Pilz einsammeln, Tulin, und ich mit dir. Moment mal. Die Bäume sind doch fake. Bei mir liegt so eine Banane rum. Okay, geil, und da habe ich natürlich richtig Bock. Auch wenn ich hier verarscht werde. So, habe ich hier so eine schöne Waffe hier so? Ich habe nur so eine schweren Waffen, ne? Ich meine, ja, die sind auch cool, aber... So, wisst ihr, ich mache jetzt mal an meinen Master Sword was krasse dran. So, nach Stärke sortieren, bitte. Danke. Alter, das ist hier auch so heftig, ey. Silberleuen, Säbelhorn. Hey, so ein Ding hier an meinen Master Sword ranmachen. Jetzt habe ich ja so viele wieder. Hoppala. Zack. Schuss. Okay. Das hat sich ganz schön verschwendet angefühlt. Oh, eine Banane. Cool. Du Arsch, ey. Hat sich gelohnt, meine eiserne Bananenration als Köder einzusetzen. Im Namen von Meister Koga. Jetzt werden die Bäume jetzt die Viecher? Nee. Oh, doch. Sehr geil. Oh, scheiße. Okay, Leute. Link. Flamethrower. Komisch, die den. Oh, Leute, seid ihr verrückt? Ihr spinnt ihr? Wo bist du, Mann? Oh, shit. Aua. Ja, kann man einfach ja nicht durchpressern, ey. So. Den haben wir es wieder gezeigt. Der war ja richtig einfach, ne?
Ach, man ist so dumm. Ich dachte, es wären so Fake-Bäume, die einen dann angreifen. So, hier, da will ich auch noch hin, aber erstmal hier zum Schrein. Wie gesagt, der sollte eigentlich laut Wurzel, und da ist ja so ein schöner Teich, der müsste da einfach so draufstehen. Irgendwie so zum Finden, zum Mitnehmen. Nee. Ach, das, oh, da sieht man schon diese große Staumauer von den Soras. Oh, das ist ja so eine Leune. Ey, der Typ stellt hier sein Schild auf bei den Leunen. Ey, sag mal. Ja, hier müsste irgendwie, guck mal, hier ist halt eine Wurzel hier. Ne, da ist doch hier irgendwo, da ist doch hier einfach irgendwo ein Schrein. Okay, der ist in dem Berg drin. Okay. Nun gut. Da irgendwo drauf. Ja, ich stütze dich. Ach, wieder so ein Teil hier. Okay. Das kriegt man ja auch locker hin. Aber was hast du denn jetzt hier für Materialien? Oh, das ist ja natürlich jetzt wieder... Das ist natürlich jetzt richtig kacke. Womit soll ich jetzt arbeiten? Okay. Dann machen wir immer so. Und dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich komplett egal. Hauptsache irgendwie das Schild kann ich hier so reinstupen in den Haken. Ja, muss bloß jetzt sagen, wie kann sein, dass ich das zu hoch gemacht habe? Oh, ist er. Achso. Okay, das ist so ein Zwischenschritt hier. Brauche ich ja nicht. Doing, das ist ja auch schon. Da reicht einfach die Platte aus. Gut. Oh, ich komm schnell, mach hin, der Leune kommt bald. Ja, ja. Tschüss. So, jetzt einfach rinstupen. Soll ich dich hier einfach. Achso. Ja, okay, ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne machen. Weil den sonst Typen sonst in die Beine weghau. So, das könnte zu weit sein, aber ach, was, wird sich schon zeigen. Na, so, jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. Dann muss ich erstmal das hier so wieder alles in Position bringen. Ach, es ist doch immer wieder ein Heckmeck. Stoop! So. Ja, der kippt ja nach vorne und kann nicht nach vorne kippen. Ist der Leune da? Ja, um den kümmere ich mich gleich. Wo ist denn der Leune? So. Oh, du bist's, Mann. Dank deiner Hilfe kann ich wieder ein bisschen stützen. Lass doch mal los. War wirklich okay, Mann. Boah. Ein bisschen schief, ne? Kerzen gerade. Großartig. Mach mal kurz hier alles fest, ja. Bum, bum, bum. So, ich muss mir jetzt mal wieder ein bisschen fettere Rüstung anziehen. Ich bin ja nicht mehr im kalten Gebiet. Alles fertig. Hä? Danke, Mann. Dank der Hilfe konnte ich alles machen. Mann, so schön hier. Nimm mal den Zwacken. Danke, Mann. Und oh, ein Fleischreisbällchen. Agil. Nimm noch das hier, ne, Irrknospe. Kannst du den Leuten richtig schön verwirren. Bin da mal weg. Hau rein. So, jetzt werde ich dann die Leuen schnappen, ey. Mann, die sind halt so stark. Aber ich sehe einfach nur cool aus. So. Als Waffe nehmen wir da... Ja, nicht ja... Ja, ich glaube, das Ding hier reicht. Erstmal so. Und dann... Alter, das ist so stark. Vielleicht fliegen wir einfach ein. So ein bisschen einfrieren. Und kloppen. Und dann wieder aufschmelzen. Mann, ey, der hat ja so ein Silberhorn, ey, was ist so stark? Will die Uhr mal irgendwo ranhauen? So, hier muss aber irgendwo der Schrein sein, warum schlägt der noch nicht aus? Das ist jetzt so ein bisschen verwunderbar. Ey, schon, ich konnte ja auch auf so eine Hirsche, konnte ich auch rufen und dann reiten, ne? Hm? So, der macht ja nur, solange ich meine Waffe nicht zücke, ne? Und dann kann ich natürlich nur ein bisschen ran. Oh, oh. Ja. Hm? Alles cool, Mann. Ich weiß, der Leune ist ein Wesen von edlem Geblüt. Wenn man nicht ihn nervös anguckt mit gezückten Waffen, dann macht er nichts. Dann ist er ganz harmlos. Aber streicheln kann man ihn trotzdem nicht. Deswegen in die Fresse. Boah, okay, der wird ja gar nicht eingefroren. Der ist zu groß, Mann. Uff. Wow. Ein bisschen wirbeln. Boing, boing. Oh Mann, ey, der Silber, der hält so viel aus, ey. Der muss sich irgendwie blottieren, betäuben. Ach so, der fast down, ey. Oh, oh, ich muss schnell was snacken. Das kann doch nicht wahr sein. Wow, ich habe irgendwie so ein Scheißschwert. Nehmen wir mal das Ding hier, das ist natürlich richtig stark. So. Warte, ich muss erstmal... Wow. Du musst ihn mir trotzdem erstmal erwischen. Tulin, kannst du nicht irgendwie betäuben, seine Fresserin? Boing, boing, mit so einem Pfeil oder so. Tulin, mach doch mal! Wow, er mit seinen Hörnern. Tulin, Yonobo, passt auf, den Überschwemmen! Er ist voll stark. Was hat er denn für eine Waffe, sag mal? Hoppala. So, muss ich gleich heilen. Wow. So, Heal. Habe ich noch ein bisschen was zu essen hier? Was ist das denn hier? So ein Busche Röstdinger. Was soll ich denn mit dem Quatsch?
Also ich glaube, eh mal ich nur aus. Wow. Ich bin gerade mal abfackeln hier. Okay, ich glaube, der ist echt gegen so Element-Damage. Ist der geschützt, wa? Die Sau. Boom. Boom. Das ist echt das Beste. Alter, der qualmt. Wie richtig am Qualm ist, ey. So. Oh, oh. Bald haben wir ihn aber. Ich dachte, ich kann ihn mal richtig schön in die Fresse. Aber nein, den Gumsen. So. Alter, voll krass. Ah, wird er mich erwischt, der hat einfach zu lange Arme. Oh shit. Oh shit. Ich hab da nicht getroffen. Tulin! Wow, Mann, oh Mann! Aua! Ich hab ja ganz viele Feen, stimmt der? Könnt ihr nicht mal ablenken? Der macht uns doch richtig fertig. Aua! Nächste Fee. Ah, oh, das sind eine Viecher, ey. Mann! Meine ganze schöne gekochte Heilung, alles weg. Oh, hat nicht ausgereicht, war nicht hoch genug. Jetzt aber. So, meine Güte, komm her. Wo bist du? Oh, nicht getroffen? Ihr Start, Alter! Das mal so ein bisschen mitgeben. Und dann aufsitzen. Hoppala! Yeah! Oh Mann, der wird so viel Loot droppen. Wow. Halt, halt, wo willst du denn hin? Und tschüss! Oh. Junge, Junge, Junge. War der überhaupt ein Silberner oder ist ein Weißer? Nee, du doch war ein Silberner, ne? Hat er richtig viel ausgehalten. Oh, geil, ein Chimärenbogen, jawohl. Oh, ein silberner Leune, übelste Konstrukt und Säbelhorn und einfach alles. Ach, schön. So, der hat das natürlich richtig schön gedroppt hier. Ich glaube, der kann ich dir mal fallen lassen, das braucht keiner. Yeah. Königsschwert ist cooler. So, wo soll jetzt hier ein Schrein sein? Hier. Hier ist ein Schrein, aber der wird überhaupt nicht angezeigt. Da ist ja so eine schöne Höhle. Hallo? Ich erwarte die ganze Zeit dieses Klung, Klung. Oder kann es natürlich sein, dass der nicht... Doch, der wird doch angezeigt. Oh, oh. Lebt der Baum? Ist der Baum böse? Nee. Nanu. Oder... Nee, kann auch kein Schrein sein, der irgendwie im Himmel ist. Dann geht der eigentlich auch nicht. Aber wird das nicht angezeigt? Oder sind jetzt Schreine, die man, wo man den Stein hin muss? Nee, die werden trotzdem angezeigt. Oh, was ist denn hier los? Oh, scheiße. Sorry, Bedrohung. Ach, nein, ich bin keine Bedrohung. Der Leune ist tot. Was bist du denn hier für einer... Willkommen im Land des Heiligen Schreins, mit dessen Schutze ich beauftragt wurde. Meine Aufgabe ist es, den Fremden in diesen Landen mit folgenden Worten den Weg zum Schrein zu weisen. Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkler Nacht ein, heiliger Schrein zeigt seine Pracht. Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkle Nacht? Hä, ein heiliger Schrein? Schrein, was soll es dir gelingen, den wahren Sinn dieser Worte zu begreifen, dann sollte der Schrein auch erscheinen. Aus Weiß mach Schwarz. Aber wo denn? Also, warte mal, ist jetzt irgendwie... Ach so! Guck mal, dieses Muster. Ich muss bestimmt dieses Muster nachmachen. Es ist wieder so ein Schattending. Das ist natürlich, wie muss ich das drehen, dass es erstmal gerade aussieht und so hier so ein Schatten wirft? Ach, herrje. Nee, na gut. Warte mal, wenn da so ein Schniepel da oben ist und der andere Schniepel ist da unten, ja, dann kann ich ja nur... Warte mal, dann kann ich ja schon mal ein bisschen drehen. Dann kann es ja eigentlich nur sein... richtig langsam. Ja, drehen wir nur so ein bisschen, dass die ganz komisch so zeigen. Aber der bin gleich fertig. Der muss ja irgendwie einen Schatten werfen können. So, dann muss ich natürlich jetzt erstmal warten, bis es Nacht wird. Hier ist sogar ein Feuerchen. Ein Träumchen. So, kurz mal anzünden. So. Na dann warten, bis morgens, ne? Verdammt, wir haben es ja morgens. Na trotzdem, wenn die Sonne erwacht, ne? Und die Nacht, Pracht und, alles hier, oh shit, das ist die falsche Nacht. Der Blutmond, Mann. Alles vorbei. Der Leune ist wieder da. Der Leune ist wieder da. Hm. So, die Sonne ist jetzt frisch erwacht, ne? Ja, jetzt sieht man auch die Schatten. So. Das würde ich sagen, ist jetzt richtig gedreht. Aber es muss natürlich noch ein bisschen die Zeit vergehen. Würde ich mal sagen. Nee, halt, warte mal, wo ist jetzt hier noch... Nee, da fehlt noch irgendwie noch der untere... Der untere Pönöpel fehlt noch. Wo war der? Den habe ich da auf der anderen Seite gehabt, ne? Wie soll ich das denn jetzt hier so schön drehen?
Nee, weil hier diese Ding hier, der muss irgendwie dann einen Schatten nach unten werfen. Kann man den irgendwie noch anders drehen? Nee. Ich guck noch ein bisschen weiter. Das ist der da unten, die Ecke da. Aber dafür da oben nicht mehr. Oh nein, der Schatten ist doch schon fast hier wieder. Ah, der Schatten ist doch gleich wieder verschwunden. Das wird auf jeden Fall so ein Schattenspiel sein. Jetzt habe ich das Ding quasi hier spiegelverkehrt gemacht. Aber, wie soll denn da der Schatten da richtig so? Das ist ja glaube ich auch viel zu fett, der Stein. Der Stein ist doch viel zu dick. Na, oder ich muss da irgendwas ranbauen. Ach, ich muss da bestimmt was ranbauen. Ja, natürlich. Ich muss da bestimmt irgendwie den Schatten selber. Ich lasse mich hier um Bretter rum. Mann! Ach, und die Bretter müssen hier win! Alter, jetzt so wird hier. Alter, das ist doch alles so geil. Warum ist das alles so cool? Hm? Könnt ihr mir das mal sagen? So, dann dreh ich mal jetzt schnell, würde ich nur die gesichteten Löcher auch wirklich sehe. Dann muss ich einfach bloß wieder zur Nacht oder zum Tag warten. So, jetzt sehe ich die beiden Löcher hier. So, und dann würde ich mal sagen, hier. Okay, hier habe ich bloß die eine Möglichkeit. Hier mache ich den Pnöpel rein, der dann das untere Muster erstellen wird. Ne? Linkes Bild muss nicht runterfallen. So. Link, was machst du denn, Rinder? Stoop? Oh, weia. So. Das bleibt ja tatsächlich einfach so da drin. Ey, ist das geil? Das ist ja richtig cool. So, nichts mit Festkleben zwar. Aber muss ja auch nicht. Aber das ist ja hier. So, und rin. Okay. Oder ist das irgendwie noch so ein anderer Schlitz, der da drin muss? Nee, dann warte ich mal ganz kurz wieder, bis es Tag ist. Bis morgens warten. Ah! Ich hoffe, es hat sich nichts resettet. Bitte nichts resetten. Bum, bum. So, von den Dingern, die ich hier immer. Nö, alles noch cool, alles cool. Dann werden wir in die andere Richtung drehen. Also die anderen Teile sind nur Clickbait hier, die machen alle gar nichts. So, das sieht doch schon mal schön aus. Ja, ganz ruhig. So, nee, warte mal, das Ding muss eigentlich. Ist das doch mir jetzt falsch gemacht? Ja, guck mal, so ist das jetzt richtig, aber leider falsch rum. Verdammt, ich muss immer schnell richtig lange Runde drehen. Einfach drehen. Komm, Link, schnell, der Schatten ist doch wichtig. Oh, das schaffe ich bestimmt wieder nicht schnell genug. Ja, so, nee, warte mal. Was ist denn das jetzt hier? Ist das runtergekippt? Nee, warte. Ja, das ist ja auch wieder falsch. Das ist doch nicht richtig. Es kann nicht komplizierter sein, als das, was ich jetzt schon gemacht habe. Ja, deswegen, ja, jetzt kommt da oben der Pnöpel. So, und unten kommt er auch schon. So, das ist jetzt hier richtig. Und schön gerade. So, alles klar. Aber jetzt wird zu viel Zeit vergangen sein, ne? Jetzt ist zu viel Zeit vergangen. Ja, sehe ich ein. Die Sonne, Link hat, ey Leute, ne? Ja, ich weiß, ihr habt jetzt die Quest richtig schnell gelöst. Ich habe jetzt 3 Tage dafür gebraucht. Ist eine Hausnummer. Also jetzt ist Link hier 3-mal am Feuer gerastet. Das ist natürlich. Das ist verschärft. Aber okay, mal schauen. So. Ist alles schön gerade. Ja. Ach, Mann, ey. Es ist wirklich immer noch. Es ist einfach ein tolles Spiel. Und gut zu wissen, wenn der Radar nicht ausschlägt, dass es sich dann um Schreine handelt, die man echt erst erscheinen lassen muss mit irgendeiner geilen Quest oder so. Oh, der Leute ist echt noch da. Mann. So. Ich gehe erstmal den Schrein hier machen und dann. Ist für heute auch wieder Schluss, Leute. Ist einfach nur Schluss. Aber schön, ey. Mann. Na komm, Schatten, na los. Ja. Es ist genau richtig. Es ist perfekt. Also, es ist nicht so, ne, nicht maßgeschneidert, aber aus weiß macht schwarz. Die ganze weiße Fläche wird bedeckt sein vom schwarzen Schatten. Deswegen. Kurz mal hinmachen. Es kann sich bloß noch um Sekunden handeln, Leute. Wir haben 5 Uhr morgens. Bestimmt, um 6 Uhr morgens ist es erledigt, Leute. Um 6 Uhr. 5 Uhr 50. Ja, es ist ja. Oh. Einfach der Hammer, Leute. Einfach der Hammer. Gut, den Schrein aktiviere ich jetzt noch.
Aber dann ja, sehen wir uns erst beim nächsten Mal hier wieder. Ja, und ich würde dann halt auch, ja, ich würde noch ein bisschen weiter hier rumlaufen. Vor allem an dieser eine Stelle dann noch weiter, wo dieser große Fluss war. Da war auch ein riesen Wasserfall. Aus Weiß mach Schwarz. Meine Aufgabe ist erfüllt. Jetzt Selbstzerstörung aktivieren. Dank dir ist meine Aufgabe nun erfüllt. Fortan will ich mich der neuen Aufgabe widmen, über diesen heiligen Schrein zu wachen. Bin beeindruckt von deinem Geschick. Kam es dir in den Sinn, dich der Sturzflugzeremonie zu unterziehen? Es handelt sich um eine Prüfung deines Mutes, der sich aller Sonau unterziehen müssen, um die Reife zu beweisen. Oh, du hast es ja schon gemacht. Sobald du sie bestanden hast, solltest du ein besonderes Gewand von mir erhalten und auch deine Reife, um auch deine Reife zu bezeugen. Zunächst teile ich dir jedoch mit, dass die Zeremonie nicht hier abgehalten wird. Oh, hab schon gesagt, Nano, du hast bereits alle drei Himmelsinseln besucht und die Sturzflugzeremonie abgeschlossen. Das sollte mich nicht wundern. Dein Geschick stach mir sofort ins Auge. Ja, ich krieg kein Gewand. Nee, das müsstest du denn... Oh, der spricht immer von sich selber. Also ist das immer er? Kurakot schreien. Cool. Activate, Leute, den Leute muss ich natürlich nochmal platt machen. Wo ich dadurch bestimmt wieder ganz krass sterbe. Aber naja. Dankeschön wieder für Interesse von euch, fürs Einschalten und fürs Zugucken. Dann geht die Reise beim nächsten Mal weiter. Ciao, ciao.